Können Sie vielleicht mal das etwas konkreter in Zahlen ausdrücken? Also der Einkommensteuersatz in Italien ist ja im Durchschnitt so unattraktiv wie in den meisten anderen umliegenden Ländern, also irgendwo zwischen 23 bis etwas über 40%. Genau. Und jetzt diese Zuzüglerregelung, die Sie gerade angesprochen hatten, also wie würde ich da profitieren? Genau, also diese Zuzüglerregelung, die funktioniert zum Beispiel so, also die Steuersätze, die eben, die bewegen sich im Normalfall zwischen 23 und 43%, wobei eine Änderung ab dem Jahr 2022 eben dazu führt, dass der höchste Steuersatz von 43% bei Einkommen ab 50.000 bereits Anwendung findet. Also alles, was über 50.000 übersteigt, wird mit den 43% taxiert. Nehmen wir mal an, Sie würden 100.000 Euro verdienen als Freelancer, der, ich sage es mal, in die ganze Welt ausarbeitet. Okay, also auch, das ist ja auch ein bekanntes Beispiel von mehreren Personen, die wir jetzt als unsere Klienten haben, die arbeiten als Freelancer, ob die jetzt in Deutschland, in Italien oder sonst wo sitzen, ist eigentlich irrelevant, weil die haben die Kunden, ich weiß nicht, einfach in einem anderen Staat. Wenn die 100.000 verdienen, im Normalfall zahlen die circa, eben, wie gesagt, die 43%. Mit Anwendung dieser Zuzüglerregelung dürfen diese Personen dann nicht nur, ich sage es mal, als Steuerbemessungsgrundlage dient dann nicht das vollständige Einkommen, sondern nur ein Bruchteil des Einkommens. Im Fall von den 100.000, also bei dieser Zuzüglerregelung, würden nur 30% des effektiv generierten Einkommens dann besteuert werden. Das heißt, anstelle 100.000 besteuere ich nur 30.000. Und natürlich, der Steuersatz, der bei 30.000 Anwendung findet, ist dann sehr geringer. Es finden höhere Absatzbeträge Anwendung. Also da kann man sich doch einiges sparen. Also ich versuche nochmal zusammenzufassen, was wir von Herrn Dr. Grasser bis jetzt gelernt haben. Bei einem angenommenen Einkommen von beispielsweise 100.000 Euro würden normalerweise ca. 40%, also 40.000 Euro an Steuern fällig. Jetzt mit der Zuzüglerregelung werden ja nur 30% des Gesamteinkommens besteuert. Also beim angenommenen Einkommen von 100.000 Euro werden jetzt nur 30.000 Euro besteuert und bei 30.000 Euro gilt in Italien eine Einkommenssteuer von 30%. 30% auf 30.000 Euro wären jetzt also 9.000 Euro. Damit wäre die effektive Einkommenssteuer nur 9% auf die angenommenen 100.000 Euro. Also ohne die Zuzüglerregelung 40.000 Euro Steuern auf angenommene 100.000 Euro in unserem Beispiel, mit der Regelung 9.000 Euro. Das ist wirklich mal eine Steuerersparnis. Ist jetzt bei dieser Regelung, bei dieser sogenannten, wir haben es gesagt, die Rückkehrregelung, ist es da entscheidend, wo derjenige dann in Italien hinzieht oder ist das völlig egal? Nein, also das ist eigentlich vollkommen irrelevant. Ich möchte auch sagen, es betrifft das Gesetz betrifft also wir aus italienischer Sicht ist es häufig die Rückkehrerregelung, aber es ist jetzt auch eine Zuzüglerregelung. Also es muss keine Rückkehr. Vormals war es notwendig, dass die Person vorher in Italien war, dann ins Ausland ging und dann wieder zurückgekommen ist. Jetzt haben Sie das gesagt. Also wer ein ich sage mal, ein EU-Bürger ist, der kann aus dem anderen Staat nach Italien kommen und dann direkt diese Begünstigung anwenden. Wo der den Wohnsitz nimmt, das ist vollkommen irrelevant. Hauptsache, er nimmt dann effektiv den Wohnsitz hier in Italien. Und wie schwierig oder einfach ist es jetzt von dieser Regelung profitieren zu können? Muss ich da einen Antrag stellen, der muss erst bewilligt werden oder mache ich das einfach automatisch dann in der Steuererklärung? Wie Genau. benutzerfreundlich, sage ich mal, ist es? Also ich sage jetzt mal so, das hängt von mehreren Faktoren ab. Also beim Freelancer können Sie diese Begünstigung direkt in der Steuererklärung anwenden. Dementsprechend ist es eigentlich recht unkompliziert. Bei höheren Beträgen haben wir gesehen, dass es teilweise also zu Kontrollen kommt, weil das Finanzamt natürlich überprüfen möchte, ob die Person wirklich, ich sage es mal, alle Voraussetzungen hat, um das zu anzuwenden, sprich, dass der Wohnsitz im Ausland effektiv bestanden hat, dass man das auch nachweisen kann, ich sage es mal, mit Mietverträgen, mit Arbeitsverträgen und, und.
bevor man nach Italien gekommen ist. Bevor man nach Italien gekommen ist. Und dann, ich sage jetzt mal, muss man nur darauf achten, dass die Anmeldung in Italien, ich sage jetzt mal, bei der Wohnsitzgemeinde dann korrekt erfolgt ist. Also natürlich, unsere Arbeit als Berater ist es dann häufig, hier diese Fälle zu begutachten, um zu schauen, wie sauber ist da die Ausgangslage, um dann zu schauen, dass das alles auch wirklich gut über die Bühne geht. Aber ich sage jetzt mal, bei Freiberuflern ist die Anwendung recht einfach. Bei Angestellten eigentlich auch. Sage ich jetzt mal, dort ist die Prozedur eine leicht andere. Also beim Arbeitgeber ist es so, dass wenn das ein italienischer Arbeitgeber ist, sprich eine Person wechselt von Deutschland dann nach Italien und wird bei einer italienischen Gesellschaft angestellt, dann muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber einen Antrag zukommen lassen, wo er eben um Anwendung dieser Begünstigung ersucht. Und der Arbeitgeber wendet dann diese Begünstigung dann direkt auch auf dem Lohnstreifen an. Jetzt eben dementsprechend, daher muss man auf diese spezielle Formalität achten. Im Normalfall ist es nicht möglich, als Arbeitnehmer diese Regelung direkt in der Steuererklärung anzuwenden. Da hat es in den letzten Jahren manchmal auch, ich sage jetzt mal, Streit mit dem Finanzamt gegeben, weil das einige Zeit unklar war. Aber jetzt so würde ich eben sagen, ist das recht klar geregelt. Und eben der Arbeit, auch beim Arbeitgeber, ist es eigentlich jetzt nicht besonders erschwert. Natürlich immer vorausgesetzt, der hat dann für den Fall einer Kontrolle danach die ganzen Unterlagen sauber aufbereitet.